Also ich glaube nicht, dass Schreiben große Freude macht. Zumindest habe ich im Kreise meiner Kollegen noch keinen getroffen, der gesagt hat, dass er gern schreibt. Eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung beim Schreiben für mich ist das Anfangen. Bei mir ist es so, dass der Text fertig ist, wenn die Deadline ganz, ganz nah an mich herangerückt ist. Und dann ist dieser Text fertig, auch wenn meine Gedanken vielleicht noch nicht fertig sind. Denn das grundsätzlich Unabgeschlossene, das immer Offene, das ist ja ein Kennzeichen von Wissenschaftlichkeit. Und das wäre vielleicht auch was ganz Wichtiges. Ich glaube nicht, dass es das eine perfekte Schreibmodell gibt. Die große Faustregel ist, den Leser mitnehmen. Für wen, an was, zu welchem Zweck schreibe ich gerade? Obwohl man da auch sagen kann, man ist nie fertig mit Schreiben lernen. Es ist im Wesentlichen eben Handwerk und Schreiben gehört dazu. Und wenn man sich die Werkzeuge aneignet, dann kann man das auch tatsächlich nach einem Studium.